Willkommen zur wöchentlichen Pressekonferenz vor den Spielen gegen München und am Dienstag in Köln. Sonntag ist spielfrei. Franz, wie sieht es in der Kabine aus? Ich muss sagen, wenn du dabei gewesen wärst heute, es gab drei spektakuläre Tore im Powerplay von der ersten Reihe. Die Stimmung war bombastisch. Jetzt ernsthaft gesagt, war wirklich. Ja, Training ist immer eine Basis. Ne? Beim Training, wenn man spielt, nicht so gut beim Powerplay, wobei wir zwei, drei hat letztes Spiel zwei Tore macht in Überzahl. Ist ja nicht so schlecht, unsere Quote. Ne? Wenn man sieht, dass München letzter im Powerplay ist, aber Tabellenführer ist. Ne? Mit der ganz, ganz schlimmen, schlechten Quote im Powerplay. Deswegen Powerplay ist wichtig und stimmt wirklich, war heute wirklich sehr gut. Also haben wir ein paar sehr gute Schüsse aufs Tor gehabt. Danach wirklich die Stimmung sehr gut, auch sonst im Training haben sie gut gearbeitet, auch gestern war gut. Also Mannschaft ist natürlich von den Niederlagen schon beeindruckt, dass es uns alle ärgert, aber es ist keine Tristesse oder irgendwas, ne? Sondern wir wissen, dass das morgen in München sehr schwer wird, aber wir fahren natürlich auch nach München, um zu gewinnen. Ne? Gibt es weitere Verletzte neben Thomas Suppes, wo wir heute Nachmittag eine Pressemeldung veröffentlichen? Ja, momentan ist nach dem Check, ne, der nicht geahndet wurde an Kretschmann, fährt aus. Ja, gut. Dann Miskowski fährt auch aus, hat Oberkörperverletzung. Dies wird mein Werber bis morgen nicht hinkriegen, aber wird nicht zu lange ausfallen, gehe ich mal davon aus. Er ist ja im Oberkörper verletzt. Ja, von hier bis hier. Ja, genau. Ja, ich bin so groß, deshalb. Ich bin so groß, Das Problem ist, dass vielleicht. Schulter, weg. Ja, aber weißt du, das Problem ist, Stefan, dass der ist nicht, ja, der fährt ja nicht drei Monate aus, sondern der ist angeschlagen. Und wenn ich, und Eishockeyspieler sind ja oft, wenn die angeschlagen, spielen die auch. Nur wenn ich jetzt sage, was er genau hat, dann beim nächsten Einsatz wird der Gegner sehr genau das anvisieren. Ja. Also zumindest gibt es so Spieler, die darauf aussehen. Ja. Ja. Deswegen von. So vorher auch. Ja, stimmt. Er hat eine Muskelverletzung, oder? Nee, er ist einfach angeschlagen. Der hat, weißt du, es gibt ja Verletzungen, die nicht so schlimm sind, aber jetzt ist hinter dem morgen zu spielen. Das ist keine Invalidierung. Also könnte Dienstag wieder was werden. Ja, da müssen wir jetzt schauen. Aber beim Arzt gehört der Kopf auch dazu. Oberhalb des Bauchnabels hat er natürlich. Im Nachgang gespielt oder im Training? Nee, da war im Spiel. Das ist passiert. Das war auch schon im Spiel in Düsseldorf. Nur da ging er letztes Spiel, nur auch schon. Ja. Wie gesagt, der Spieler wie der Mike ist ja hart im Nehmen, deswegen der. Die spielt jetzt auch, wenn, oder die meisten Spieler spielen, wenn sie Kleinigkeiten haben, nur man muss halt nicht provozieren. Und bei Christian, Hirnerschütterung oder was? Ja, sie hat starke Kopfschmerzen und ist keine Übelkeit oder so, aber ich denke mal, es ist leichte Gehirnerschütterung. Und bei Gehirnerschütterung ist es halt schwer zu sehen. Also wenn du jetzt, kann sein, dass übermorgen wieder gut ist, kann aber auch sein, dass das ein paar Wochen geht. Habt ihr denn da irgendwas unternommen noch im Nachgang? Also gibt es da überhaupt die Möglichkeit? Es wird ja vom Tino Boos wird das ja mittlerweile begutachtet alles. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Ich werde ihn heute nochmal anrufen, aber gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil sonst. Ja, klar. So, heißt dann drei Reihen. Ne, wir haben 11 Stürmer, 7 Verteidiger. Auch das Spiel. Auch das Spiel machen. Man muss ja zwischen Hauner und Ohrendorz irgendwie einen noch einbauen. Ne? Nein, ich spiele nicht zusammen. Ich spiele nicht zusammen. Nee. Schade. Warum? Ja. Ja, ich finde, letztes Mal hat die Reihe mit der Kosiol, Ohrendorz, Vasilevs, der Ruhe gespielt. Hat der Hörbe gut gemacht, hat er die gut angeführt und Wanders bringt ein Tempo und der Lukas kann auch spielen. Und, aber wenn er dann, jetzt mal davon ausgehen, jetzt
Beziehungsweise ich sage, wir müssen morgen schauen, wie viel, weil wir haben heute nicht in den Sturm rein trainiert. Deswegen muss ich morgen früh mal schauen. Das werden wir morgen früh mal in Anführungsstrichen antesten, das werden wir nur Powerplay. Aber werden alle 11 Stürmer spielen und 6 verteidigen. 7 haben wir. Wie lange wird das dann dauern, bis der Reis spielen kann? Ja, bis er spielen könnte, wenn dann schon morgen, von meiner Sicht aus. Nur halt, er muss sich mit Wolfsburg einigen und dann muss er unser Angebot annehmen. Darum geht's. Sonst ist von heute gestern mittrainiert und aber seitdem ist jetzt nichts mehr passiert. Spielen werden auf jeden Fall Platz machen. Und weitere Verstärkung stand ja in der Zeitung, ihr sucht da was noch wegen? Ja, wir haben schon, ich bin ja immer am Schauen und wenn du 2 Lizenzen frei hast, bist du immer am Schauen. Wir beobachten weiterhin. Es gibt noch 1-2 deutsche Kandidaten, die auf den Markt kommen könnten. Ja, ist gerade so ein bisschen Poker auch in der Liga. Manche Vereine haben nachverpflichtet, da staut es sich ein bisschen. Manche sind unzufrieden. Ja, es ist, da gibt es natürlich, der ausländische Markt ist begrenzt. Ja, es ist, vor allem, wir wollen es so schnell wie möglich machen, aber wir wollen es auch so bestmöglich verstärken dann und nicht irgendeinen nehmen. Und wir sind jetzt gerade dran, verschiedene Kandidaten natürlich auch nochmal finanziell zu durchleuchten, weil was wir gerne hätten, ist nicht immer drin. Ja, das haben wir jetzt nicht auf einmal irgendwo Geld gefunden. Und das ist halt auch so ein bisschen der Punkt. Es gibt sicher 2-3 Kandidaten, die sehr gut, aber sehr teuer sind. Und dann gibt es ein paar andere. Also ich hoffe, dass ich spätestens nächste Woche was tut. Ist eine Mannschaft, die immer ihren Stil spielt, die spielen immer ihr gleiches System, aber das verfolgen sie sehr, sehr gut. Ja, und dann haben sie natürlich Spieler, erfahrene und jüngere Spieler, die top sind. Also die haben sowohl die Tempo als auch spielerische Klasse. Da haben sie 2 Top-Torhüter. München ist dann zu knacken, wenn du deine wenigen Chancen nutzt, die sie dir geben werden. Und dass sie, wenn sie nicht am besten Tag haben und du auskonterst, aber du musst, sie werden sehr aggressiv spielen. Ja, sie kommen immer sehr hart mit den beiden Verteidigern rein. Also sie spielen dieses Pinching, das ist so, es war mal eine Zeit lang, haben das viele Mannschaften gespielt, jetzt nicht mehr so. Also München spielt das immer noch sehr intensiv. Und die ziehen das halt voll durch, haben natürlich auch Spieler von der Qualität. Und du musst die Scheibe so schnell wie möglich aus dem eigenen Drittel rausbringen. Ja, du kannst nicht, sobald sie dich haben, wird es gefährlich. Wenn sie die Scheibe drin halten können mit den Verteidigern, wenn sie an der Bande, dann wird es brandgefährlich. Ja, und bis jetzt in Unterzahl sind sie sehr gut, in Überzahl, wie gesagt, haben sie bis jetzt nicht so Erfolg gehabt, aber obwohl sie eigentlich mit Wolf, mit Acoin, mit Quint eigentlich absolute Topspieler haben. Na, oder ist jetzt nur ein paar genannt, die haben eigentlich nur Topspieler. Aber wie gesagt, sind sehr aggressiv und haben sehr viel Klasse. Sonntag, Dienstag wieder spielen, Sonntag frei? Sonntag ist frei. Samstag ist Training, Sonntag frei, Montag Training, Dienstag spielen. Auf der Torhüterposition sitzt hier mal. Kreutzle morgen im Tor. Morgen Kreutzle. Möchte, dass du ein schönes Wochenende hast. Du hast die Sturm ein noch nicht so festgelegt. Gibt es auch eine Option, die erste Reihe zu sprengen, um irgendwie was zu bewegen? Ja, finde ich jetzt nicht im Grund. Nee, aber es kann sein, weil wir 11 Stürmer haben, dass wir mit 4 Reihen, aber haben wir ja früher schon öfter mit 11 Stürmern gespielt. Und dass
PC und der Maler ein bisschen Doppelschichten machen. Je nachdem, wie der Spielverlauf ist. Muss man mal schauen, wie viele Strafzeiten sind auch, weil wir haben im Powerplay sehr viele Stürmer auf dem Eis. Wenn das Powerplay vorbei ist, bleiben nicht mehr viele Stürmer für den nächsten Wechsel. Ja. Kriegt man seinen Job in Unterzahl, Collins? Ja, Collins ist ja immer so auch, spielt er öfter Unterzahl. Collins müssen wir natürlich auch schauen, wenn wir hinten, ob wir Mike Little dann hinten brauchen. Aber mal schauen, wie das, je nachdem wie Strafzeiten sind, und Collins und Rosa ist sicher auch eine Option. Ne? Der war bis jetzt halt, ist eigentlich ein guter Unterzahlspieler, aber nachdem er nicht so ganz fit war, wollte ich ihm jetzt nicht zu viel Eiszeit geben, und die Unterzahl hat eigentlich immer sehr gut Job gemacht. Gibt's, ja, also haben wir sicher Alternativen mit Collins, ja. Und eventuell Rosa. Ja, jetzt haben wir Köln auch noch heute als Thema, wenn man Mutter auf sich treffen. Kannst du da schon was zu sagen? Ja, ist natürlich ähnlich wie München, spielen ein bisschen anders als München, aber haben natürlich genauso stark besetzt. Sind mit Köln, Mannheim, München in drei Top-Favoriten. Köln ist natürlich, Köln kenne ich natürlich die Mannschaft noch von den einzelnen Spielern noch besser, kenne ich noch ein bisschen mehr die Stärken der einzelnen Spieler, so auch wie sie so sind, wie sie so reagieren auf Spielsituationen, und da wird es halt auch so sein gegen Köln, dass wir viel, also versuchen müssen natürlich hinten sehr stabil zu sein, weil sie haben natürlich in der Masse, jede Reihe ist mit Top-Spielern gespickt, also, und dass wir aber trotzdem versuchen müssen, nach vorne zu spielen gegen Köln und auch den Wessler unter Druck zu setzen. Ja, das ist, wenn du wenig aufs Tor bringst bei ihm, dann ist es schwer, sehr schwer, Tor zu schießen. Aber wobei, Außenbirken in München oder Lecce ist ja nichts anderes. Aber ist, wie gesagt, gegen Köln wird es ein bisschen anderes Spiel als gegen München. Sie spielen nicht ganz so aggressiv mit den Verteidigern. Aber trotzdem individuell halt oder alle Reihen sehr stark besetzt. Hast du irgendwas gehört, ob er auch spielen kann? Ist wohl fraglich. Einsatz. Ich weiß nicht, ob er morgen jetzt schon spielt, aber ist die Auswahl da, war wohl nicht zu lange. Also könnte durchaus sein, aber. Guter Körper. Aber spricht sich ja sowieso immer rum, was für intern Liga. Irgendeiner quatscht schon. Irgendeiner quatscht. Was ist irgendeine Frage? Was hat er denn? Was sind wohl irgendeine Fragen? Irgendeiner Zettel schon. Gibt es weitere Fragen? Prima, dann wünsche ich allen ein gutes Wochenende, einen schönen freien Sonntag, und wir sehen uns hier erst am 25. wieder zum Spiel gegen Bremerhaven.